Wir sind zurück bei Let's Ride und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich sehe, ihr winkt mir da hinten aus der Boxenpassage zu. Das ist doch mal eine ganz schöne Sache. Also, schnacken wir gar nicht weiter. Wir sind immer noch in der 700 bis 900 Kubik-Klasse mit unserem Street Fighter. Ich dachte mir, wir starten direkt los. Haben keine Zeit, wir wollen viel machen. So. Und wir haben keine Zeit, denn ich will auf die Piste, Mann. Jetzt geht's los. Hier, da sind wir mit unserem schönen Bike. Im Hintergrund seid ihr. Ich sehe euch doch. Ah, guck mal, und da bist sogar du. Hätte ich gar nicht gedacht, dass ich dich da sehe. So, und das Schöne ist, wir müssen jetzt wieder eine Zeit schlagen. Diesmal 1 Minute, 9 Sekunden und 3 Tausendstel. Oder Zehntel, ist mir egal jetzt. Das schaffen wir schon. Und ich glaube mal, es müsste eigentlich auch reichen, dass wir unsere Karre noch nicht getunt haben. Denn ihr wisst ja, in der letzten Folge habe ich es gesagt, jetzt wird erst einmal ein bisschen wieder Credits gespart. Wow, okay. Ich muss sagen, der Sound ist schön, zwar nicht so, ja, so knackig wie beim bei der schönen Triumph oder Street Tribal. Aber ich muss sagen, dafür ist das Ding eigentlich sehr gut im Fahren. Fährt sich, obwohl es ein bisschen schwerer ist, muss ich nochmal gucken, ob es wirklich schwerer ist. Ist der Schwerpunkt dieses Motorrads weitaus besser ausgelegt, finde ich. Und ich kann schneller lenken und vor allem kann ich präziser lenken. Daran erkennt es einfach, einfach den Unterschied zwischen den Bikes. Beide Spitzmodelle. Aber trotzdem hat man Unterschiede. So. Haben wir schon mal die Bronzemedaille. Sehr gut. Und dann machen wir die Traktionskontrolle mal auf Mittel, dass wir hier mal ein bisschen mehr Action haben. Und ich glaube auch, dass ich dennoch hier ein bisschen besser in die Kurven rumfliegen kann. Aber ich merke auch, die rutscht ein bisschen durch, haben wir gerade gehört. Mal schauen, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Wir haben ja heute noch eine ganze Folge noch Zeit, das alles zu schaffen. Na, das werden wir ja schon hinkriegen. So, und das Motorrad sieht 1A aus, ehrlich. Ist ein Traum, ist echt ein Traum. Und jetzt erstmal richtig in die Eisen. Seht ihr das mal, dieses Untersteuern? Da wird auch der Lenker ganz schön nervös. Schauen, ob wir es noch schaffen oder ob ich jetzt mal richtig nervös hier werde und es nicht schaffe. Aber wir sind noch nicht mal eine Sekunde schneller. Könnte also sein, dass wir es nicht schaffen. Ja, dann werden wir mal in der Cockpit-Perspektive hier lang fliegen. So, weil mit der kann ich irgendwie sehr gut fahren. Wo ich bei diesem Motorrad sagen muss, da muss ich mich erstmal ein bisschen angewöhnen. Ganz langsam rantasten. Da muss ich die Traktionskontrolle nochmal hoch machen, das ist mir ein bisschen zu eierig. Fühlt sich so an, als wenn die Achse hinten gebrochen wäre, in der Innenperspektive. Ich merke wieder, wie ich mich selber reinlege, wie ich mich selber reinlege, in die Kurven, mit den Schultern arbeite, hier auf meinem Sessel. Wenn ihr mich seht, würdet ihr euch wahrscheinlich kaputt lachen. Was macht er denn da? Ja, aber es ist echt geil. Also ich muss sagen, dieses Feeling macht echt Bock, diese Helmperspektive. Hier die Mucke. Wir sind eine ganze Sekunde langsamer, das ist nicht gut. Das heißt, wir dürfen gleich nochmal starten. Ich weiß nämlich nicht, ob ich das raushole. Aber ich frage mich, wo wir die Sekunde da jetzt liegen gelassen haben. Obwohl ich sagen muss, so schön die Helmperspektive auch ist, jedes Motorrad fährt sich komplett anders in der Helmperspektive. Aber ihr seht ja, wie nervös der Lenker ist. Und das ist nicht, weil ich lenke, sondern ich lenke wirklich nur in eine Richtung. Das ist einfach, weil die Tauchrohre einfach einkippen. Boah, die sind richtig langsam. Jo, da haben wir es auch nicht in der Zeit geschafft. Dann können wir gleich nochmal einen Neustart machen. So umgehe ich nämlich die langen Ladezeiten für euch. Und ich habe ein bisschen weniger zu schneiden. Okay. So, Autopilot, der ist gleich aus.
klar. So, und jetzt machen wir das hier alles. Okay. Muss einfach ein bisschen mehr auf den grünen Abtrieb treiben. Dann wird es auch besser. Aber man sieht wirklich, dass du da einmal kurz an diese Kante hier geditscht bist und schon hast du den optimalen Einlenkpunkt verpasst. Ist wirklich krass. Siehst du, und schon geht es weitaus besser. Also die Rewinds sind gar nicht mal so schlecht. Natürlich, es gibt auch Leute, die das Spiel, habe ich jetzt schon mal gesehen, die spielen das Ding komplett ohne Rewind und so, aber das sind auch Leute, die sind auch schon seit Ewigkeiten auf PlayStation 3 in die Superbike-Serie von Milestone integriert und wissen, wie das Spiel an sich funktioniert. Für mich ist es ja das allererste Milestone-Spiel. Und ich muss sagen, dafür, dass es meine erste Bekanntschaft mit diesem Spielhersteller ist, muss ich sagen, gefällt mir das sehr gut, was ich hier erlebe. Und es ist einfach sehr, sehr schön. Die anderen Spiele, die ich so bis jetzt mal... Okay, ich habe mal hier und da mal eins gespielt, aber ich habe mich da jetzt nie richtig angesetzt. So, warte mal schnell. Ah, ganz knapp. Ganz knapp. So, dann muss ich mich jetzt nur noch mal ein bisschen verbessern. Schade ist auch, dass gar kein unser eigener Geist hier lang fährt. Oder wie bei Drive Club halt so eine Bronze-, Silber- und Gold-Geist mitfährt. Das wäre zum Beispiel auch richtig cool. Könnte man sich gleich gut in die Zeiten gewinnen. Also es ist halt realistischer, ne? In echt fährt ja auch kein Geist vor dir her. Außer du hast natürlich paranormale Wahnvorstellungen. Oder einfach den heißen Draht zum Jenseits. Dann kann es natürlich sein, dass... Ach, Moment mal. Ach, Nase wieder, Alter. Diese blöde Allergie. Alles juckt in der Fresse. So. Hab da erstmal ein bisschen die Fahrstuhlmusik Erstmal die Fahrstuhlmusik genossen, denn jetzt geht's weiter! Die Nase liegt immer noch. Aber egal, das muss ich jetzt schaffen. In echt könnte ich mir jetzt auch nicht die Nase kratzen unter dem Helm. Einlenkpunkt verballert. Ja, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Ich finde das schön, wie man unsere Felge von außen sieht. Hier rum. Ich muss sagen, das ist eine schöne Strecke, gefällt mir sehr gut. Die Detailgrad ist wirklich sehr hoch. Wenn ich da wirklich so an die allererste Stadt denke, die wir gefahren sind, damals mit der Triumph, das ist ja ein Unterschied von Tag und Nacht im Detailgrad. Die war richtig glatt, die andere. So, und jetzt haben wir es aber hier geschafft. Komm, bring ihn nach Hause. Yes! Wahrscheinlich seid ihr zu Hause weitaus schneller gefahren, aber dafür haben wir es jetzt geschafft. Ja, wunderbar. Okay, wo werden wir denn jetzt landen? Oh, wir sind sehr richtig hoch und vor allen Dingen, ich habe ja noch in der letzten Folge gesagt, der Lukas Schulz... Ob wir den knacken und der ist mal richtig weit runtergefallen. Also sind richtig viele weitergekommen. Krass. Wo ist denn der nächste Deutsche? Oh, da mal ein Polen. Ein Südkoreaner. Argentinier, hey, Lopez. Der gute Schweizer. Japano. Und da ist er, der Max Meyer. 187 Murder Bath Kill. Alles klar. Wir haben ja noch einiges vor uns. Aber das werden wir schaffen. Aber ich glaube, ich werde jetzt mal auf der langen Strecke, schaut das nämlich so wunderbar aus, wenn wir da mal jetzt ein paar richtig Credits ausgeben können. So, und dann muss ich jetzt noch aufpassen, dass ich keinen Ölwechsel mache. Oh, gleich auf 35,7 PS hoch. Junge, Junge, Junge. Achso, falls euch immer wundert, warum ich immer so komische Zahlen sage, ich versuche immer nur genau links und rechts im Komma zu reden. Hier, guck mal, wie wir hochfliegen. Okay, für 6000 Credits möchte ich auch irgendwas haben, dass das hochgeht. So, und hier hatten wir ja, glaube ich, auch alles. Getriebe? Ja. Okay, dann haben wir jetzt alles wieder gemacht. Ölwechsel dürfen wir ja nicht machen, sonst ist unser Spielstand im allerwertesten. Und der Icehawk jumpt zwar nicht aus dem Fenster, weil so weit sind wir jetzt noch nicht, aber... Ja, ich glaube, der Pet würde doch schon
spontan zu einem Zweier-Pad werden. Boah, eine Beschleunigung von 8,5. 8,5. So, aber das alles jetzt kein Problem, Alter. Ich bin mal gespannt, was da jetzt alles umwartet. Oh, ein bisschen bewölkt, hoffentlich regnet es nicht. Ah, ein Duell. Ah, guck mal, gegen das Gundam-Mobil. Alter, hat uns gerade weggerammt. Okay, eine Minute 10. Jetzt geht's los. Bin gespannt, ob es wieder ein Duellkampf wird mit anderen überholen. Ja, da vorne sehe ich andere. Das heißt, wir müssen es jetzt innerhalb von 1 Minute 10 schaffen. Okay, fährt sich schon mal komplett jetzt anders, das gute Fahrrad. Hat sich mal komplett verändert im Voranschieben. Denn ihr habt gerade gesehen, ich habe extrem untersteuert. Aber ich beschleunige dafür jetzt auch ganz schön. Also, man merkt es doch schon, dass es jetzt auf 8,5 hochgegangen ist. So, aber jetzt knacke ich dich mal lieber. Keine Chance hast du, Junge. Wir haben einen komplett getunten Street Fighter. Aua, oh. Ich spule nochmal eine ganze Ecke zurück. Das war jetzt gerade ein bisschen skurril. Ja, schade. Na gut, dann spule ich nochmal vor. So. Also es war jetzt keine Absicht. Ich konnte nichts machen. Ich bin runter und... er hatte sich irgendwie auf mein Motorrad geglitscht. Naja. Komm, das fahren wir jetzt nochmal. So, also wir haben es ja jetzt geschafft, aber ich will es nochmal fahren. Ehrlich. Weil das war ja jetzt gerade irgendwie skurril und man könnte mir sonst unterstellen, ich hätte das absichtlich gemacht. Aber das Ding sieht aber auch geil. Guck mal, wie der an uns vorbeifährt mit seinem... Der Lenker ist der Hammer, Alter. So. Jetzt, Alter, jetzt jagen wir den Typen. Der hat keine Chance. Selbst wenn seine Karre voll getunt ist, ist unsere immer noch besser. Und die beste Maschine, die momentan freigeschaltet ist. In dieser Klasse. Und PS pro Kilo, auch da sind wir weit vorne. Und guck mal, wie wir uns an den ransaugen, den Jungen, Alter. Der hat gleich keine Chance mehr. Ja, vor allen Dingen hier, das ist unsere Power in den Kurven. Darum sage ich ja immer erst das Handling tunen, damit man sich... Ups. Damit man sich dran gewöhnt. So, und jetzt ziehen wir hier weg. Position halten und das haben wir jetzt offiziell gewonnen, das Duell. Fairer. Aber muss auch sagen, seine Maschine war nicht aerodynamisch besonders getunt. Der hat ja sogar noch die Spiegel ran. Alles klar. So, dann wollen wir mal schauen, wo wir landen. Ja. Vor dem Ukrainer. Alles klar. Hirobuni Akui. Akui. Kann man nicht aussprechen, keine Ahnung. Okay, heute bleibt öffentlich auf die Strecke. Okay, fangen wir an mit der nächsten. Ein langes Wochenende, um die Ohren zu schlagen, um ihren Bikes auf der Strecke die Spuren zu geben. An Track Days gehst du mit anderen Fahrern auf die Strecke und versuchst innerhalb des Zeitlimits möglichst viele von ihnen zu überholen. Okay, das heißt jetzt, wir haben einen kompletten, ja, einen kompletten Duellstrang an sich. So, und ich wollte ja auch mal gucken hier mit dem Motorrad, was wir auf dem Bild sehen. Und das ist wirklich unsere Maschine, wie sie getunt ist. Keine Spiegel ran, neuer Auspuff, Gabel, Bremsbeläge. Und sogar die weiße Leitung, die weißen Bremshebel und die weißen Griffe sieht man alles. Und sogar die Felgen, die wir ausgesucht haben. Ha! Richtig geil. Selbst das wird dargestellt. Ist ein Pluspunkt. Fangen wir sogleich an. Ah, ich freue mich schon. Okay, jetzt müssen wir richtig viele Duelle fahren gleichzeitig. Und müssen wir auf den ersten kommen. Oh, hier gleich fliegen wir stark mit Autopilot. Sehen wir uns? Nein. Oh, oh, wow. Alter, da konnte ich gar nicht lenken so schnell. Okay, wir müssen 24 Leute innerhalb der Zeit überholen. Ich bin mal gespannt, ob ich das schaffe. Das kennt ihr auch von anderen Spielen schon. Das gab's. Boah, ich weiß gar nicht, wo es das überall gab. Ich glaube, Need for Speed, Burnout gab es das auch schon. Gran Turismo gab es das auch in den Challenges.
Bei Drive Club habe ich es jetzt nicht gesehen, aber das ist wirklich ein schöner Modi, den gibt es in wirklich vielen Spielen. Und das ist auch wirklich mal, da kannst du auch mal zeigen, was du drauf hast. Dass du auch unter Zeitdruck, sagen wir mal, wenn es 24 Gegner gibt, du einen Unfall baust und dann halt auf dem letzten Platz bist und dann innerhalb von 2 Minuten, sagen wir mal, eine Runde wird 2 Minuten dauern, dich wieder nach vorne kämpfen musst, um trotzdem noch den Sieg zu holen. Ist das wirklich die perfekte Methode zu testen, ob du einfach ein Skiller oder ein Ziller bist? Boah, Alter, 230 Sachen, das ist ein Motorrad, Alter. Uah! Konnte ich nicht mehr lenken, nicht ausbremsen. Ich hab, muss auch gestehen, ich habe ein bisschen zu lange nach unten rechts geguckt. So, jetzt war hier nochmal. Und zwar wieder das Gundam Mobil. Ich hab's echt mit den armen Typen. Alles klar. Ich muss sagen, guck mal, wenn man jetzt mal so an den anderen Leuten vorbeifährt, man sieht ja so ganz leicht, ab und zu sieht man sie ja mal, die Jungs, muss ich gestehen, wir haben wirklich so von der Rennfahrermontur und die Farbkombination im, ja, Motorradbereich und auch unsere Rennkombi im Farbenbereich eine sehr schöne Abstimmung gefunden. Und vielleicht liegt es einfach daran, warum ich Rot und Weiß so sehr liebe, einfach weil es die Japanerfarben sind, die mich einfach auch mich einfach tierisch an, ja, wirklich schon japanischen Maschinen aufgeile. Nicht, dass ich jetzt sage so, ja, dein geiler Krümmer. Nein, so natürlich jetzt nicht. Sondern einfach, das sind geile Dinger. Muss man mal einfach drauf gesessen haben. Die haben auch wirklich, ich meine jetzt nicht, dass sie sehr schön vibrieren, sondern dass sie einfach einen schönen Sound haben. Und man kann wirklich von Land zu Land sagen, nicht von Hersteller zu Hersteller, wirklich von Land zu Land sagen, dass wirklich man den Unterschied, auf welchem Hersteller man sitzt und vor allem auf welchem Land man sitzt, wirklich am Sound merken kann und vor allem auch an der Fahrweise, Beschleunigung. Das ist wirklich unglaublich. Jeder hat so seine Eigenart. Was man bei Autos heutzutage gar nicht mehr so sieht. Früher vielleicht in den alten Modellen, aber in den neuen Modellen kriegt man es ja so alles gar nicht mehr mit. So, jetzt habe ich noch unter 20 Sekunden Zeit, nochmal 6 Leute zu überholen. Bin ich mal gespannt, ob ich jetzt ein Skiller bin. So, wir holen nochmal ein paar Bonussekunden raus. Wird bestimmt knapp. Bestimmt habe ich mich zu sehr verplappert. Unter 10 Sekunden. Schaffen wir nicht. Schaffen wir nicht. So blöd es leider auch ist. Ich glaube, ich schaffe das niemals, Alter. Na, da vorne sind sie. Leider nicht geschafft. Na, was freust du dich, Junge? Wir haben nur Silber. Na gut. Neustart. Vielleicht müssen wir wirklich ein bisschen aggressiver fahren. Wir haben gesehen, in den Kurven kommen wir gut ran, aber in den Kurven hat man auch das Problem, überholen wir einfach zu wenig Leute. Weil die natürlich die, die auf der anderen Seite wieder rausfahren aus der Kurve schon, einfach eine viel höhere Endgeschwindigkeit haben als wir. Vielleicht muss ich auch einfach viel mehr auf den Gummiabrieb fahren, dass ich die Kurven weitaus höher nehmen kann in der Endgeschwindigkeit. Ich habe auch, glaube ich, gerade ziemlich das Glück, dass alle NPCs nicht gerade die Ideallinie nehmen. Das heißt, nicht alle auf dem Gummiabtrieb fahren. Oder zumindest nicht regelmäßig. So, aber vielleicht lag es daran, dass ich erstmal die Strecke kennenlernen muss. Das sind ja zum Glück noch alles komplett neue Strecken. Bis jetzt hat sich noch nicht eine Strecke wiederholt. Und das ist echt selten. Selbst bei Drive Club oder anderen Spielen hatte man das oft, dass schon gleich in der ersten Session schon gleich wieder sich Strecken wiederholen. Oder die gleichen Strecken in anderen Abschnitten waren. Aber hier, das sind alles komplett neue Strecken, das ist auch ein riesen Pluspunkt. Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich mich so sehr in dieses Ride verliebe, dass es wirklich so viel Spaß macht. Trotz der ganzen Hardcore-Bugs. Vielleicht liegt es aber daran, dass ich weniger bezahlt habe als den Originalpreis. Dass ich einfach nicht das Gefühl habe, dass ich einen Fehlkauf gemacht habe. Und naja, wer weiß auch, momentan kostet ja noch 15 Euro der Season Pass, wenn ich mich recht entsinne, 14,99 oder so. Ist jetzt keine Werbung da für euch, ihr solltet euch den nicht holen, ich meine nur. Aber so hat man auf jeden Fall, ich weiß noch nicht, mal gucken, was da noch für Motorradpacks kommen und hoffentlich kommen da noch ein bisschen mehr als nur diese 4 Pakete.
Bei Drive Club sind ja auch weitaus mehr DLCs erschienen, als man eigentlich meinte für den Season Pass. Und vielleicht haben wir das Glück, dass das hier auch so ist. Okay. 40 Sekunden, das wird spannend. Aber jetzt kriegen wir das hier schon weitaus besser hin, würde ich mal sagen, mit dem Kurvenwechsel, als im letzten Rennen, wo wir das Silber geholt haben. Ich muss es halt nur aufpassen, dass ich halt nicht zu sehr untersteuere und... Wow, das war blöd. Das war natürlich auch klar, es war jetzt hier so ein kleiner Stoppie, ein halber. Ich muss doch aufpassen, wie stark ich auf die Bremse gehe. Ich würde es aber so gerne einstellen, aber es lohnt sich einfach nicht. Mir ist das zu... Also man kann das schon machen, aber ich will euch damit jetzt jedes Mal nicht nerven. Und ey, wenn ich das jetzt auch noch rausschneide... Also, irgendwann müssen wir ja mal aufhören mit dem Rausschneiden, ne? Ich schneide ja mehr Sekunden raus, als ich als nachher im Video habe. So, hier ist jetzt schon wieder die Ecke. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Zwei Leute. Da ist der letzte, aber ich schaff's nicht. Ah, na. Dann machen wir nochmal einen Neustart. Aber wir haben uns schon mal rangearbeitet. Wir haben uns schon mal gut rangearbeitet. Aua, was ist denn hier los? Alter, du Mistvieh, jetzt hat mich gerade irgendwas gebissen, Alter, du blöde Fliege, hau ab. Ja, ich merke, dass ich das auf dem Arm hatte. So. Vor allem wundert mich da oben die Zeit, die ich da oben gerade geschenkt bekomme, immer diese Bonuszeit. Wann kriege ich die angerechnet? Müsst ihr mal für mich mit drauf achten. Ich sehe da jetzt irgendwie noch gar nichts. Also auch nicht, wann mir das angerechnet wird. Wahrscheinlich jedes Mal, wenn ich einen überhole. Doch, tatsächlich. Jedes Mal, wenn ich einen überhole, kriege ich die Zeit. Okay. Gut zu wissen. Ja, das Problem ist einfach auch, ich bremse viel zu stark. Dadurch verliere ich nochmal ein paar Sekunden auf der Ideallinie. Gerade wenn es eine gefährliche Links-Rechts-Kurve ist. Rechts-Links-Kurve. So, Nase schnell gejuckt. Und das Geile ist, je höher... Ja, das war natürlich sehr geil. Geil ist auch, je schneller wir an den Leuten vorbeifetzen, desto mehr Erfahrungspunkte kriegen wir. Aber wohl, ich bin jetzt schneller vorbeigefahren als den einen, hab da 3 nur bekommen, davor habe ich 6 bekommen. Na gut, vielleicht ist es auch, wie sauber man oder wie sehr man an der Ideallinie ist, während man die überholt. Da müsste man natürlich auch wissen, wie da das Bewertungskriterium wieder ist. Hat uns ja leider unser Synchronsprecher leider nicht mitgeteilt. Das ist leider zum Beispiel auch so. Es werden immer so Hinweise gegeben von dem Spiel, aber nicht, halt, wird halt nicht alles erklärt, ne? Aber knapp hier, Alter. Ganz knapp. So, jetzt gibt Vollgas. Okay, 10 Leute noch in 45 Sekunden. Das müssen wir schaffen, Mann. Wir müssen einfach schneller werden. Aber ich finde es gut, dass wir bei diesen, bei diesem Ride kein Nitro oder so eingebaut haben. Dann wird es schon echt lachhaft werden. Wie dieser ultra schlechte Film, den ich ja eine Zeit lang gut fand, aber dann doch gemerkt habe, wie schlecht er eigentlich ist. Hard am Limit. Und das einzig Gute daran ist wirklich die Musik von Bullet of My Valentine, und das war's dann auch. Geile Gruppe, müsst ihr euch mal anhören, richtig geile Dinger, falls ihr die Gruppe nicht schon kennt. So, dann zieh erstmal mit Vollpower durch. Okay. 5 Leute in 5 Sekunden, das heißt, wir müssen jetzt richtig Gas geben. Das schaffen 2 Leute. Wir sind wieder in der gleichen Ecke wie vorhin. Ah, warte, muss ich mal zurückspulen? Vielleicht schaffe ich's. Aber er ist weit weg, der Junge. Er ist weit weg. Er ist weit weg. Weiß nicht, ob ich es schaffe. Nein, na, ganz knapp. Ganz knapp nicht geschafft, Alter.
Na gut, dann lassen wir das erstmal für heute. Und wir sind schon lange jetzt drauf. Sind mal länger als sonst eigentlich irgendwie machen wollte mit euch. Ja, und dann würde ich mal sagen, machen wir das in der nächsten Folge so. Dann fahren wir noch einmal eine Ehrenrunde, dann können wir es auch gut wieder eintrainieren. Ja, und dann schauen wir uns doch mal die nächste Meisterschaft an, würde ich mal sagen, ne? Ja, wo werden wir denn jetzt wohl landen? Ah, Kofi Petersen. Ja, geiler Name. Also, die Farbkombination. Tja, in diesem Sinne würde ich sagen, würde ich mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid bei Let's Ride. Und in diesem Sinne, macht doch bitte was Sinnvolles.